Tackle down, voll, Mama. Okay, ich glaube, da war ich, stand ich noch nicht ganz auf der Leiter drauf. Alter, oh Schwede, ey. Oh ja. Ja. Für solche Weitensprünge bin ich echt zu inkompetent. Ja, no problem, sagst du. Das kann nicht wahr sein. Ich habe heute gelesen, dass die Harvard-Schule so viel Geld und Besitztümer hat, dass die quasi von den Zinsen nicht nur allen Studenten ihre Bildung kostenlos bezahlen könnte, sondern dafür damit auch noch Gewinn machen würde. Ja, trotzdem nehmen die 50 oder 100.000 pro Jahr oder so, wa? Na klar, Mann, das sind ja auch nicht doof. Ich meine, das ist ja auch nicht so einfach. Ich meine, ich weiß nicht, was das alles für Besitztümer sind, die Immobilien und so weiter und so fort. Die haben ein eigenes Unternehmen, nur um deren Besitztümer zu verwalten und zu Geld, um damit quasi mehr Geld zu machen. Na, die haben mich leider nicht genommen, als ich mich da beworben habe im Rahmen des Erasmus. Ja, voll geil, Alter. Doch, die haben dich genommen. Genauso du hast dir nachher noch gedacht, boah, nee, auf so eine Bimbo-Schule will ich nicht gehen. Ja, genau. Ich hatte mich damals, Niklas und ich kamen mal auf die grandiose Idee zu sagen, komm, wir bewerben uns da mal gucken, ob wir genommen werden. Ja, ich meine, was willst du verlieren, ne? Ich meine, zweimal bist du halt genommen, wa? Ja, genau. Ich meine, das wäre ja nicht so, oh scheiße, jetzt bin ich in Harvard genommen worden, was mag ich jetzt bloß, weißt du? Vater sagte auch damals, wenn ich da genommen werde, bezahlt er mir nicht. Ja, weiß Bescheid. Was hätte sein können? Wobei, die haben ja da so ultra krasse Vorgaben, glaube ich, ne? Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich bin so mega schlecht gerade einfach nur. Traurig, ne? Schade, dass wir heute nicht Challenge Strike aufnehmen. Das war letztes Mal genauso, dass du in der Adventure Map richtig kacke warst und danach bei Challenge Strike auch. Ach, du kannst ja mal hart den... Das war schön. Jogon knutschen. Warum kann ich die denn nicht sich... Wo ist er denn? Jawohl, jetzt machst du das, jetzt ist ganz easy. Boah. Du Scheiße, Junge. Du bist was ist denn das doch so für ein scheiße, Scheißsprung? Ja, warum bist du eigentlich so scheiße? Weiß ich nicht. Oh, ohne Scheiße. Reise 04. Nicht, weiß ich noch gar genau. Nicht. Robbie Williams bei Wetten das. Ja, das Soccer-Team, Scheiße 04. Und alle haben gelacht. Oh Gott. Oh, nee, ey. Was hat mir gerade auffällt, Peter? Was denn? Haben wir eigentlich noch mal einen Challenge-Strike-Termin diese Woche? Ja, Freitag. Ah, ja, stimmt, Freitag haben wir das. Ich weiß nicht, ob die Mail bei dir angekommen ist, aber... Ah! Fick dich. Oh, lol. Alter. Wenn ich jetzt wegen dem Pferd da nicht drauf komme, ne? Pferd steht in der Luft bei mir. Boah, Alter. Was war das denn jetzt? Das war Inkompetenz von dir. Alter, mach mal die Pferde da weg, das ist ja vorher noch nie passiert gewesen. Das kann ja, die Tür schubst mich doch nicht einfach darunter. Du warst einfach schlecht. Ja, das ist ja vorher noch nie passiert. Bullshit! Die Tür schubst mich doch nicht einfach darunter. Jetzt mal ohne Witz! Ja, er ist klar, Harry. Ist okay. Hallo, jetzt macht die Pferde doch nicht kaputt. Ja, doch, der wollte das doch. Jeder soll die selber wegmachen. Deine Mutter macht die selber weg. Hallo, weißt du, wie oft er schon mit Pferden genervt hat? Ja, aber wenn du wolltest, dass die weg sind, dann habe ich die ja weggemacht. Da kann ich mich nicht erinnern, denn das hat. Ja, doch. Boah, verpisst euch, ihr scheiß Drecksviecher! Ja, dass er jetzt da drüber gejumpt ist, da kann das Pferd auch nichts für. Also hat dir quasi die Tür so einen Bitch-Slap gegeben. Ja! Und gekickt, oder was? Das macht die aber sonst doch. Die Tür weißt du nicht mal zu. Ja, aber das macht die Tür doch hier nicht. Ich mach doch die ganze Zeit schon. Ja, ja, du sollst doch nicht von außen wieder aufmachen. Ja, ja, aber laber doch nicht. Das ist doch nur passiert, weil das behinderte Pferd da steht. Ja, genau so nämlich.
Ja, so sieht das aus. Verpiss dich, du Drecksfohlen. Ja, hoffentlich verreckst du da und er bricht dir die Beine. So. Er lebt noch. Ist mir egal. Verpiss dich, du scheiß Gaul. Das kann nicht wahr sein. Ja, das war das Pferd schuld, Junge. Ja, echt mal, ohne Scheiß. Das Pferd hat von unten hat das noch so was gemacht. Ohne Spaß. Boah, du bist so schlecht, Junge. Oh Gott. Das kann nicht sein. Jetzt steht da ja schon wieder so ein scheiß Pferd. Das ist verrückt, ne? Ja, deswegen hast du es nicht abgesprochen, weil das ist echt scheiße, oh, das Pferd. Oh Mann, ey, das kann nicht sein. Oh. Mann, du bist so schlecht, ey, das Hartwig, ja? Ich weiß. Vielleicht wird er nicht besser. Los, hat geruckelt bei mir! Ja, ohne Witz. Jetzt kommen die Ausreden, alter Vater. Ich krieg das da nicht weg. Oh, wie sich zu der umdreht. So, jetzt mal. Das ist ja schon wieder so ein Scheißsprung wieder da hinten. Aber doch nicht. Oh Gott sei Dank. Verpiss dich. Verpiss dich. Du sollst dich verziehen. Die landen so. Im Wasser, deswegen sterben die teilweise nicht. Boah, aber die hat es fast gemacht. So viel aus, ey. Scheiß, die wandern. Das ist so depp bei mir am Ruckeln gerade. Jawohl, jetzt hast du es gemacht. Jawohl. Also wenn da jetzt auch irgendwas kommt ja doch dann, da noch. Ja, und zwar. Oh na, Gott. Und was wenn es hat, ist, glaube ich, der Einzige, der nicht von hier aus direkt da hochspringt. Weißt du, der nimmt echt doch die Gefahr, den Kleinen da reinzuspringen. Ja. So, Challenge 12. Endlich. Hat auch lange genug gedauert mit Hardy. Ja, wo ist denn die 12? Wissen wir noch nicht. Das ist 13. Da, hier, fuck. Hier. So, in einem kleinen Häuslein. Difficulty easy. Oh. Get on the platforms. Wobei, für dich wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt. Get Enderpearls. Ja, wo get ich die jetzt? Muss ich mir die jetzt in den per Game-Mode cheaten, oder was? Kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich glaube, hier müsste eigentlich so ein Button drunter sein, meinst du nicht? Hm. Wahrscheinlich. Sollen wir den mal kurz dahin machen, gucken, ob was passiert? Ja. Hm. Mach Musik. Ach ja. Ah, Moment. So, press the button again. Wie dumm kann ich sein? So, jetzt nochmal. Oh wow, haben wir Spawnpoint immer gesetzt. So, hier. Ich weiß ja nicht, ich mache jetzt mal für jeden zwei. Ne, für jeden zwei mal 16 Stück. Ich weiß ja nicht, wie viele man sich da ziehen kann. So, hier, Bram. Okay, da geht's nichts. Wobei. Mach mal für jeden 3x 16 Stück. So, dann passt das auch hier. So, Peter kriegt auch noch einen. Und Bram kriegt auch noch einmal. So. So, damit die Zuschauer jetzt nicht gleich sagen, Adi, du hast ja eine mehr gehabt. So, alles klar. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, jetzt, auf geht's. Die Plattform. War schon mal feil. LOL! Doll. Ich hab mich auf einen Hieb da oben hingeworfen. Und jetzt? Ja geil, jetzt habe ich keine Enderpearls mehr, sagst du? Oh, weil du gestorben bist? Warum? Geschlagen, wieso? Okay, das war jetzt nicht sonderlich schwierig. Und jetzt muss ich da durchwerfen? Okay. Ist ja der Wahnsinn. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Ja, das so. Jetzt verrecke ich hier in diesem komischen Ding da.
Okay, jetzt habe ich keine Enderpearls mehr. Oh Gott. So, komm, lass das mal im Game Mode machen. Das. Oder? Nee, das funktioniert auch nicht. Besser, wenn wir machen könnten. Gut denn. Truhe mit ganz vielen Enderpearls hier hinstellen. Genau. Ja, mach mal eine Truhe und jeder cheatet sich jetzt mal Enderperlen da rein und füllt mal. Lass mal die Truhe auffüllen hier. Frage ist, wie viel man sich da rausnehmen muss dann jeweils. Ist doch egal, weißt du, ein Stack reicht ja erstmal, wenn du auf dem Weg merkst, das ist zu wenig gewesen, kannst du dir immer noch welche geben, oder? Ja, das stimmt. Boah, Alter. Jetzt müssen wir hier für den Map-Ersteller noch die Scheiße hier bauen, du. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich weiß auch nicht genau, was das hier soll, ey. Mal ist das nicht. So. Ach so, wir machen jetzt ganz viele Truhen hier voll. Ja, komm, das reicht doch jetzt erstmal, oder? Aber auf der anderen Seite auch drei Reihen voll. Ja, komm dann. Auf geht's. Ja. So. Ah, so. Oh, okay, alles klar. Das war jetzt nicht so mega schwer. Hast du komplett geschafft? Nee, aber... Also ich bin bis jetzt gefailt an der einen Stelle, wo man quasi, den langen Gang machen muss. Nee, wo man so springen muss und im Sprung muss man die Enderperle schmeißen. LOL! Okay, das ist das also hier. Na gut. Ich hab die ganze Zeit im langen Gang! What? LOL, warum bin ich denn jetzt hierhin teleportiert worden? Das frage ich mich jetzt allerdings auch. Ist hier vielleicht ein Checkpoint? Kann natürlich sein, dass hier ein Checkpoint ist. Ach, Moment mal. Wir sind jetzt genau da drüber, ne? Oder? LOL, dann habe ich den Checkpoint vorhin auch schon erreicht. Wenn du da runterfällst, hast du einen Checkpoint. Aber wenn du stirbst, dann nicht. Oh lol, okay. Okay. Moment, dann stellen wir... Wo denn genau? Moment, dann fliege ich nämlich jetzt kurz den Weg. Bist du? Ja, genau hier. Wenn du hier runterspringst und überlebst, hast du einen Checkpoint. Sollen wir hier ein Bett machen? Ja. Alter, ich hab's ja voll gemein, ey. Ich hätte schon 7000 Mal probieren können, ne? Scheiß Map-Ersteller sagt einem auch nix. Aber Timeset, das ist ja 23.000, ist ja, glaube ich, ja. Ja. Hier natürlich keine Dingens mehr. Ja, dann fliege ich da jetzt aber auch hin. Ja, komm, machen wir noch schnell eine Truhe hier hin. Geh da weg, Peter. Wo komm ich denn hier hin? Okay. Jetzt du die Shit. Gut. So. Ach, Alter. Bedienen auch was reintun, ne? Alter. Peter Smits. Ja, was denn? Willst du mir jetzt hart auf die Eier gehen hier, ja? Kleine Mutter. Was ist das denn da eigentlich? Jawohl! Das ist eigentlich ganz witzig, ey. LOL! Nein, jetzt bin ich in der Wand. Aber wie früh muss man denn werfen, ey? Ja, aber ich sterb doch automatisch, ich krieg doch noch Schaden, wenn ich mich porte. Jetzt auch zu weinen, ich hab das auch geschafft, ja. Oh, ich war noch da oben drin, lol. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Fuck.
Okay.